begleitet uns heute an unserem letzten Tag ins Animal Kingdom. Hallo meine Lieben und schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt zu unserem letzten Vlog hier aus Walt Disney World. Ja, so schnell sind 2 Wochen vorbei. Freust du dich? Irgendwie freue ich mich tatsächlich auch zu Hause. Also ich reise ja gerne, aber ich bin halt auch gern dann wieder zu Hause. In meinem Bett. Und, ja. Aber es war auch sehr anstrengend, muss man sagen. Also wir brauchen eigentlich Urlaub vom Urlaub. Ja. Du hast ja hier gut geschlafen, ich überhaupt nicht. Ich habe hier wirklich sehr gut geschlafen, aber wir haben alle verstopfte Nasen. Keine Ahnung, es ist die Klimaanlagen. Ja, wir gehen jetzt noch so einen halben Tag ins Animal Kingdom, so bis 14 Uhr. Müssen noch Dinosaurs fahren, Brina möchte die Papageien-Show sehen, ich würde gerne noch ein paar Charaktere treffen. Ich wollte zum Rafiki-Watch. Rafiki-Watch wollte sie noch. Und dann werden wir gegen 14 Uhr mit dem Bus zurück ins Hotel fahren. Das ist ja hier direkt fast um die Ecke. Wir sind jetzt knapp 10 Minuten gefahren. Und dann werden wir um 3:15 mit dem Bus abgeholt. Und den Koffer haben wir abgegeben im Hotel. Und jetzt muss ich kurz durch die Sicherheitskontrolle. Ein letztes Mal. Ein letztes Mal verbringen wir hier den Tag in dem einer der wunderschönsten Parks. Ich mag das Animal Kingdom sehr. Mal gucken, ob Brina heute nochmal ihr Herz ans Animal Kingdom vergibt. Der erste Tag war ja nicht so für sie. Aber sie gibt ihm ganz normal eine Chance. Nee, das war nicht so für mich. In diesem Park die meisten Erwartungen. Sie hatte die meisten Erwartungen in diesem Park. Sind das so Ameisenschweine? Nee. Vorne steht, haben wir nicht gelesen. Ein Barbirussa. Interessant. Hallo! Guck mal, wie er mit Schwänzchen wedelt. So, für uns geht's jetzt auf Dinosaur. Director of the Dino Institute, and I hope you enjoyed those quaint exhibits in the old wing. That's how dinosaurs have been presented to the public since the study of fossils began over 150 years ago. Today, that bare bones approach is about to commence. Time travel commencing in T-minus 10 seconds and counting. This is Seeker. Listen up. We've got to get in, grab the iguanodon, and get out before that asteroid hits. Let's roll! Let's go get that dino. Computer, what are you tracking? Styracosaurus. Not our asteroid impact. Brace yourself! This is it! They're not gonna make it! They're not gonna make it!
Mission accomplished. You made it! I knew you would, and guess who made it back with you? I'd better find you before security. Hier in deine, also in dein Dinosaurierland, sage ich jetzt mal, gibt es noch so eine Drehbahn, so ähnlich wie Dumbo. Hoch und runter. Für Kinder. Später treffen wir hier noch Charaktere. Jetzt gehen wir aber erstmal zurück zum Baum. Also Dinosaurs und ich werden keine Freunde. Also ich finde die Attraktion mag ich nicht so. Es ist sehr ruckelig, es ist sehr dunkel. Ich bin jetzt auch nicht so der größte Dinosaurier-Fan. Ja, wir gucken jetzt mal am Baum, ob wir die Papageien sehen. Stand by everyone. Do you want to get that one bird? Is that Callie? Which one's your favorite? Da oben haben wir auf der Laterne. Da links. Let's go right here. Okay, that's on the other side of the tree. I know. Awesome. Have fun exploring today. Is today your birthday or is it uns gibt es jetzt was zum Frühstücken. Ich habe mir die Mickey Cinnamon Roll mit 50. Geburtstag Icing geholt. Sieht sehr lecker aus und ist sogar noch leicht warm. Ich freue mich drauf. Ich habe mega Hunger. Achso, und ich habe euch vergessen zu sagen, was es gekostet hat. War knapp 8 Dollar. Also diese Zimtschnecke hat mich zuckertechnisch umgehauen. Also da war ja Sirup drauf und Glasur und ein Kilo Zucker in dem Ding auch noch drin. Zimt habe ich kaum rausgeschmeckt, weil dieser Zucker einfach sehr dominant war. Es war einfach nur süß, süß, süß. Ich würde mir wahrscheinlich das auch nicht nochmal holen. Also es war schon extrem. Gerade eben hast du noch gesagt, auf keinen Fall mehr holen. Auf gar keinen Fall. Ich würde ihn mir nicht wiederholen. Nee, wahrscheinlich nicht. Auch für den Preis halt nicht.
Ja, eben die Papageienshow war richtig cool, wie die da über einem geflogen sind. Und ja, jetzt geht's zum Rafiki Trail. Irgendwas. Irgendwas mit Rafiki. Ja, hier gibt es sowas Ähnliches wie bei uns in den Walt Disney Studios. Und zwar kann man hier nach Anleitung zeichnen. Jetzt wäre 10.45 Uhr Scar, könnt ihr zeichnen. Und das könnt ihr hier nur bei Rafikis Planet Watch machen. Da wir nicht so begabt sind, lassen wir das mal. Wir sind jetzt hier im Streichelzoo und gut, die Esel kann man jetzt nicht, also die könnten jetzt hierher kommen, aber die sind jetzt ganz da hinten. Aber da hinten gibt es eine Ziege, die man streicheln kann. Da ist sie. Na? As we walk out, I'll use the bathroom and then we can take the train back. Yeah. And we'll so, ja, weil wir kein Futter dabei haben. One touch and done, huh? You know, you're so funky. Nach Rafikis Planet Watch, was sehr angenehm war, so da hinzufahren, ist ja gechillt, ein paar Tiere zu streicheln, kann man mal machen und da ist sehr, sehr viel Schatten. Möchten wir jetzt ein paar Charaktere treffen. Chip und Dale gibt es hier in Dino-Outfits, Daisy als, ich würde sagen, Wahrsagerin und Donald, keine Ahnung, was er für ein Outfit hat. Oh, jetzt ist aber ganz schön weit gegangen. Ja. Mal gucken, ob wir alle drei schaffen und schaut euch auf den Laufenden. Hi Chip and Dale! Oh, you look like real dinosaurs! Wow, so spooky! Nearly as you! So cute! You're matching! I also have one! So let's have some pictures. How are you today? I love your glasses. So pretty. What's your costume? What are you? She's ready for the dino bash. Yeah. Ah. It's a dinosaur. If you look at her little shawl. Oh. That's the tail of the dinosaur. Ah. And this is its head and these are its legs. Ah, oh. So creative, Daisy. Love it. Fashionista. She's got the little dino shoes as well. Very cute. Oh. And of course the dino pen. Very cute. Let's have some pictures. Ja, der letzte Charakter ist jetzt Donald und hier ist natürlich die längste Schlange. Bei den anderen haben wir so 15-20 Minuten gewartet, ging relativ schnell. Donald wird bestimmt schon so insgesamt eine halbe Stunde sein. Aber wir stehen jetzt auch schon ein bisschen was hier. Und Donald hat so ein Safari-Outfit an. Wie die Uhrzeiten sind, chippen der immer so ab 11 und Donald und Daisy ab 10, aber da immer am besten in der App nachschauen, das kann sich natürlich immer ändern. Und ja, den treffen wir noch, dann gucken wir nochmal an den Otter-Trail nach, weil eben waren da keine Otter drin. Und dann sind wir auch schon durch für heute. Ab nach Hause dann. Hi Donald! How are you? Good, I love your dinosaur's outfit. So cute. Who made it, Daisy?
Yeah? Very cute. So, Haare sind wieder oben, Fotosession ist vorbei. Und ja, also Donald hat so fest uns umarmt. Das war, so fest hat mich, glaube ich, ein Charakter noch nie umarmt. Ich hatte nur Angst, dass mein ganzes Make-up auf seinem Schnabel ist. Und die Interaktion jetzt bei allen drei Charakteren war wirklich super. Also das, was wir die letzten Tage vermisst haben, haben wir heute noch am letzten Tag bekommen, die Interaktion. Also wirklich tolle Fotos, drei tolle Charaktere, oder eigentlich vier, Chip and Dale sind ja zwei. Super Abschluss für den Tag. Ja, wir sind jetzt hier noch auf dem Dinorama und ich habe mir ein Ticket für ein Spiel gekauft. Brina möchte unbedingt Basketball spielen und hat mich gezwungen mitzumachen. Es gibt auch Preise. Einmal treffen einen kleinen Preis, zweimal treffen Medium und dreimal den Hauptgewinn. Mal gucken. Ich bin eigentlich ganz schlecht im Basketball. If you make all three Dynamics back to the nest, you will win our large prize. Ich schon Basketball. Two Dynamics back to the nest will be a medium prize. One will be a small prize. If you make none, I'll tell you a joke. If any of the Dynamics bounce out and you catch it, our rules away and you go and get it, so I don't have to. You can have it back. Whenever you're ready, my friends. Uh-oh. Komm, streng dich an. Was? Ich schon Basketball. Ja, dann witzen wir uns noch einfach. Brina demonstriert uns jetzt nochmal, wie das mit dem Magic Band Plus geht. Ihr müsst, also ich muss euch erstmal dazu sagen. Warte. Jetzt hört man dich auch. Ich zeige euch das jetzt hier mit dem Magic Band Plus. Man muss dazu sagen, die einzige Funktion mehr, die es hat, also man kann ja mit dem Magic Band bezahlen. Man kann Zimmer aufschließen, ja. Reservierungen, Lightning Lane, alles Mögliche ist da drauf. Das Magic Band Plus hat zwei Funktionen mehr. Und zwar, es leuchtet bei Shows und auch sonst mal. Und an diesen Figuren kann man mal... Man muss winken. So winken und dann sagt die Figur was. Aber winkt ja extremer. Ihr seht, es funktioniert super. Ich mach mal, warte. Jetzt! Simba hat Raw gemacht. Das ist sein Geld wert. Und also es ist bei der Show, super. Bei den Feuerwerkshows schaut ihr auch nicht mehr auf den auf die Show. Armband. Handy auch vergessen, nur noch aufs Armband schauen. Also ist das Geld wert für dieses Armband? Nein, ist nicht das Geld wert. Aber die Figuren sind schön. Für uns gibt es jetzt noch was zu essen, bevor wir den Park verlassen. Bei Pizzafari. Sieht eigentlich genauso aus wie im Pizzerizzo im Hollywood Studios. Pizza mit Caesar Salad für $11.50. Und ich habe jetzt hier noch so einen Drink, der aussieht wie Mickey Orn. Und die Ananas ist natürlich gezuckert. Wie hätte es auch anders sein sollen hier in Amerika. Guten Appetit. Ja, das Essen war jetzt in Ordnung. Hat mich jetzt nicht umgehauen. Mein Getränk, also diese gezuckerte Ananas, ging halt schon wieder gar nicht. Ich hatte auf frische Ananas gehofft, aber nichts da. Ja, und jetzt gehen wir raus aus dem Park und verabschieden uns beim Animal Kingdom. Wir müssen jetzt zum Bus und dann werden wir in der Stunde schon abgeholt zum Flughafen. So, drehen wir uns nochmal um. Tschüss Animal Kingdom und tschüss Walt Disney World. Waren schöne, sehr, sehr anstrengende zwei Wochen. So, wir haben es jetzt in den Bus geschafft. War jetzt doch ein bisschen stressiger, weil irgendwie die Kreditkarte von Sinan und mir vertauscht wurde. Das heißt, meine Beträge wurden bei ihm abgebucht, seine Beträge bei meiner Kreditkarte. Muss erstmal umgetauscht werden, gucken, dass auch alles stimmt. Ja, das war jetzt ein bisschen stressiger. Aber jetzt sitzen wir im Bus. Er kam, glaube ich, 5 Minuten zu spät, aber das ist völlig in Ordnung. Und ja, jetzt geht es zum Flughafen. Dann ziehen wir uns gleich nochmal um. Ich habe meine Ohren an. Muss ich gleich mal ausziehen. Und ja, dann wird umgezogen ins Travel Outfit. Dann müssen wir erstmal zur Terminal C. Laufen, halben Kilometer, weil der Bus ja nicht zur Terminal C fährt und Lufthansa ja jetzt von dem neuen Terminal abfliegt. Super. So, wir haben unser Gepäck abgegeben. Es gab
Wir mussten so ein bisschen umpacken, aber hat alles funktioniert. Wir mussten nichts drauf zahlen. Beim nächsten Mal nehme ich aber keine 5 Starbucks-Tassen mehr mit. Also das ist, ja, die sind schon ein bisschen schwer. Ansonsten habe ich gar nicht so viel geshoppt. Wir haben halt viel Süßigkeiten dabei, vor allem für das Mickey's Not So Scary Halloween Party. Das ist echt das Schwerste, diese kleine Tüte voll bis oben hin. Ja, jetzt warten wir kurz, gehen jetzt hier noch auf Toilette, entspannen kurz und dann gehen wir durch die Sicherheitskontrolle und gehen dann noch hinten hinter der Sicherheitskontrolle shoppen. Dann nehme ich euch dann auch noch ein bisschen mit. Also wir sind jetzt gerade hier im Disney Shop und hier gibt es auch Süßigkeiten, Marvel Sachen, mehr Süßigkeiten, Schmuck. Das ist süß. Oh, die sind auch süß. $20. Ich glaube, die muss ich mir mitnehmen. Und habe ihr was gekauft. Aber was Kleines. So, Armbändchen. Gibt es auch noch den teureren Schmuck. Ohren. Natürlich die Famous Tumbler gibt es hier auch und Trinkflaschen. 50. Geburtstag-Merch. Prina. $20. Nicht schön. Ja, 50. Geburtstag-Merch. Tasse. Ballonohren. Lounge-Fleiß, ja. Hier gibt es ein riesen Cinderella-Schloss. So, dann gehen wir jetzt nochmal in den Universal-Shop. Supermom. Für wen? Ach so. Ja, hier gibt es Avengers Sachen, weil ja hier in Universal auch Avengers. Ah, meine neue Kameratüte. $4. Und die große 6. Aber cool. Da ist doch deine Abteilung hier. Ja. Was ist denn das für eine Flasche? Trinkflasche. Wo ist denn hier Harry Potter? Guck mal, es gibt auch eine, die ist günstiger, die kostet nur 3. Wolltest du nicht noch einen Orlando-Magneten? Oben? Oh. Da muss ich mal hoch. Frag mal, ob die Magneten. So, do you have magnets? Magnets or should be right here? Hier, glaube ich. Ja, wir haben So, oben ist Harry Potter, da gehen wir jetzt auch noch hin und hier gibt es schon mal
so Koffertags und Funko Pops. Wenn es drei gibt. Also Brina, ich würde sagen, wir nehmen noch einen Besen mit, oder? Fürs Flugzeug. Wir nehmen noch einen Besen mit fürs Flugzeug. Hex, Hex. Wir fliegen selbst. Ja, also wir sind jetzt in der Harry Potter Section. Ich weiß es nicht, was es macht. Oh, es leuchtet, guck. Na hier, blau. Muss so gucken. Hier von vorne. Brina sieht nichts. Hast gesehen? Ja. Sehr gut. Tschüss. Hex, Hex, brauchst deinen Umhang noch. Oh, guck mal da, da kann ich jetzt noch ein Stäbchen haben. Guck mal, die ganzen Zauberstäbe hier. Hallo, aho, ich kann es nicht mal. Alohomora. So. Schlechter Harry Potter-Fan. Ich konnte nicht mal den Zauberspruch richtig sagen. Guck mal, kannst du sogar so einen Ausstellungsständer nehmen. Voldemort hier. Evada Kadabra. Jetzt müsstest du tot sein. Das ist der Tötungszauberspruch. Ja, sorry. Der Hut hat mich ja nicht auserwählt. Der hier gehört niemandem. Der ist aber pink, der wäre was für uns. Vielleicht steht da irgendwann unser Name. Der gehört auch niemandem. Vielleicht steht da irgendwann unser Name. Oh, da kommt der Drache. Richtig cool. Oh. Er ist ja richtig geil gemacht. Wir haben uns jetzt noch was zu essen geholt am Flughafen, denn ja, ich glaube, im Flieger wird er jetzt nicht so üppig sein. Ein Pita mit Kettlechips für knapp 15 Dollar. So viel hat hier leider noch nicht offen am Flughafen im neuen Terminal. Deswegen war die Auswahl leider begrenzt. Aber es soll ihm nichts mehr öffnen. Ja, unser Abendessen ist gekommen und es gibt Nudeln, Salat, Brownie, Brötchen und Cracker. Sieht nicht schlecht aus. Und Käse. Ich habe schon Bock auf Nudeln. Ja, und so schnell sind 2 Wochen wieder rum. Ich bin jetzt wieder zu Hause angekommen, um genauer zu sein, gestern. Und ja, jetzt gibt es noch ein kurzes Abschlussfazit. Ja, der Flug war in Ordnung. Ist nichts Weltbewegendes passiert. Wir haben 5 Stunden fast durchgeschlafen. Und ich wurde dann von Brina geweckt, als es Frühstück gab. Das habe ich vergessen zu filmen. Aber es war jetzt auch nicht das mega Highlight. Ich war noch so verschlafen, hab's auch nicht essen können, weil da wieder Käse drauf war und hab's dann meinem Papa mitgenommen. Der war ein kleiner Obstsalat, ein Riegel, den habe ich sogar noch da liegen und so dieses Brötchen. Ich habe nur Obst gegessen, ich war so froh, wieder Obst zu essen. Also das hat mir tatsächlich in 2 Wochen sehr gefehlt, Obst essen. Und ja, ich kann auch kein Süßes und kein Fastfood gerade mehr sehen. Bin so froh, mir heute Mittag was kochen zu können. Ja, aber wir hatten einen, ja, wie gesagt, unspektakulären Flug. Und gestern bin ich dann relativ früh ins Bett, und zwar um 9, um dem Jetlag vorzubeugen. Also auf gar keinen Fall schlafen gehen, wenn man ankommt. Egal, aus welcher Zeitzone man kommt, man muss sich der Zeitzone, wo man hinfliegt, sofort anpassen. Und nicht, wenn man denkt, oh, ich bin müde, jetzt so ein kleines Nickerchen. Das ist wirklich tot. Das zerhaut euch den ganzen Rhythmus. Deswegen, ja, gestern um 9 ins Bett gegangen, heute ganz normal aufgestanden für die Arbeit, durchgearbeitet. Und ja, heute Abend werde ich dann auch wieder relativ früh ins Bett gehen, um halt weiter in dem Rhythmus zu bleiben. Ja, die 2 Wochen waren sehr anstrengend. Sehr viel ist passiert. Unerwartete Sachen wie Hurricane Ian, wo wir 2 Tage einfach eingesperrt im Zimmer sitzen mussten.
Wir hatten danach aber wirklich super Glück mit dem Wetter. Wir haben keine Ponchos mehr gebraucht. Es hat nicht einmal geregnet nach dem Hurricane. Es waren konstant 30 bis 32 Grad, mittags teilweise echt zu heiß. Und ja, ich habe ja schon das Q&A abgefilmt. Das findet ihr schon mal auf meinem Kanal, wo ich einige Fragen von euch beantwortet habe. Und es wird auch noch ein, ich weiß nicht, ob es dann schon hochgeladen ist oder ob es dann noch kommt. Es wird auf jeden Fall noch ein Video geben, das wird bestimmt schon hochgeladen sein, weil bis das Video kommt, ist Halloween ja schon vorbei. Es wird auf jeden Fall ein Vergleichsvideo, gibt es schon auf meinem Kanal, Disneyland Paris und Walt Disney World Halloween Season als Vergleich, was ich besser finde. Dann wird es noch ein Video geben zu Genie Plus, wie das funktioniert. Wir haben es ja jetzt 2 Wochen benutzen können. Das wird es noch geben und ja, die Vlog-Reihe ist in dem Prinzip dann jetzt zu Ende. Ich weiß gar nicht, welches Datum wir dann haben. Irgendwann, ich glaube sogar schon nächstes Jahr. Also 2023, mal sehen. Und ja, wir hatten wirklich tolle 2 Wochen, haben viel erlebt. Wie gesagt, die meisten Fragen von euch habe ich im Q&A dann schon beantwortet. Zum Beispiel, was es gekostet hat, was ist mein Lieblingspark, was ist meine Lieblingsattraktion und sowas. Das habe ich alles schon im Q&A beantwortet. Aber wenn euch das noch umfangreicher interessiert, kann ich gerne auch noch mal dazu genauere Infos machen. Ah genau, ich will noch ein Video machen mit meinen Top 5 Attraktionen aus Walt Disney World. Das ist auch noch geplant. Ansonsten gucke ich mal, was sich noch ergibt. Ja, und ich hoffe, der letzte Vlog hier aus der Reihe mit Animal Kingdom Abreise hat euch gefallen. Wenn er euch gefallen hat, dann lasst bitte einen Daumen nach oben da, abonniert den Kanal, drückt auf die Glocke und dann sehen wir uns bei meiner nächsten Ausflugreise aus der Schweiz oder sonst wo wieder. Ciao!